Hi Leute, hier ist der Florian von Fritsch Media. Heute möchte ich euch in diesem kleinen Videotutorial zeigen, wie ihr folgendes Foto erstellen könnt. Darauf gebracht hat mich der Sascha Basmer von www.bassascha.de, ist sein Blog, bitte mal vorbeischauen. Er hat das Foto auf Facebook gesehen, es ist übrigens mein Profilbild, und meinte, es wäre für seine Leser interessant zu wissen, wie dieses Foto entstanden ist. Das Ganze möchte ich jetzt kurz erklären. Ist eigentlich relativ einfach und schnell passiert. Dazu blende ich die Ergebnisebene mal aus. Zunächst muss man wissen, mit den Standard-Brushes, mit den Standard-Pinseln von Photoshop funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, wir brauchen sogenannte Splatter-Brushes oder Splash-Brushes auch genannt. Einfach mal danach googeln. Gibt es im Netz wie Sand am Meer. Bitte darauf achten, wie der Autor diese Pinsel freigegeben hat. Es gibt Autoren, die wollen eine Namensnennung oder man darf sie nicht kommerziell benutzen oder ähnliches. Also bitte einfach achten, was der Autor schreibt. Ich verwende prinzipiell nur Pinsel, die sowohl kommerziell als auch privat nutzbar sind und zwar ohne Namensnennung, da man einfach nicht garantieren kann, dass man immer ja, jeden Autor von einem Pinsel, von einem Hintergrund, von einer Textur nennen kann. Aber das nur am Rande. Legen wir also los mit der Bearbeitung. Zuerst die Pinsel installieren, dazu gibt es genügend andere Tutorials. Wir duplizieren nun die Ausgangsebene und darunter legen wir eine Farbebene an, um besser zu kontrollieren, was wir oben später dann weggradieren oder hinzufügen. Ich nehme jetzt hier einfach eine weiße Ebene, welche Farbe ist egal. Die Farbfüllung kommt nachher weg, dient wie gesagt nur zur Kontrolle. Dann legen wir uns eine Ebenenmaske an, wählen einen entsprechenden Pinsel aus. Muss kurz mal scrollen, da ich in letzter Zeit etwas mehr Pinsel durchgetestet habe. Genau, da sind sie schon. Und malen einfach kurz ins Bild an verschiedenen Ecken. Nicht immer den gleichen Pinsel verwenden, also die linke Stelle soll relativ ja, transparent oder nicht mehr sichtbar sein, aber immer mit den Pinseln durchvarieren, damit das Ergebnis nicht zu gleichmäßig wird. Ich nehme jetzt mal etwas gröbere und dann gibt es auch noch feinere, wo ich das dann etwas ja, ungleichmäßig mache, damit es halt einfach nicht zu gleichmäßig aussieht. Wie ihr das letztendlich später macht, bleibt euch überlassen. Ich will es euch ja jetzt eigentlich nur kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Verfeinern könnt ihr das später selber noch. Gut, jetzt gehen wir her, duplizieren erneut die Ebene, die wir gerade bearbeitet haben. Auf dieser Ebene klicken wir auf die Ebenenmaske und drücken Steuerung I oder auf Mac Command I und haben so ja, die Ebenenmaske umgedreht, das heißt, alles, was wir jetzt weggelöscht haben, ist jetzt wieder da und der Rest, der da war, ist jetzt nicht mehr da zu sehen. Wenn ich jetzt praktisch das hier anklicke, dann sieht man das Ergebnis. Wir gehen hier, drücken Steuerung T oder Command T auf Mac und vergrößern das Ganze etwas. Bestätigen das Ganze. Und was wir ja erreichen wollen, ist, dass die Person sich dematerialisiert oder verflüssigt oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und dazu ist es förderlich, wenn die Partikel bei der Person schärfer sind und dann je weiter die von der Person weg sind, immer unschärfer werden, um einen gewissen Bewegungseffekt reinzubringen. Das bedeutet, wir duplizieren jetzt die letzte Ebene erneut. Wählen Filter, Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus mit 190 Pixel. Das lasse ich gleich mal so. Bestätigen das Ganze und wenden jetzt hier die Ebenenmaske an. Genauso gut können wir die Ebenenmaske darunter anwenden. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Was ist jetzt geschehen? Wir haben oben
die Ebene, die etwas unscharf ist, ist im Endeffekt 1 zu 1 die gleiche Ebene wie darunter, nur eben mit einem Unschärfeverlauf. Die schieben wir jetzt minimal von der darunteren Ebene weg, dass dann leichter Versatz drin ist. Wählen die untere Ebene aus, machen erneut eine Ebenenmaske, nehmen eine Verlaufsfüllung mit Schwarz und Weiß und ziehen die einfach mal rüber. Dadurch erreichen wir, dass praktisch die scharfen Pixel, die hier davonfliegen oder die Teilchen, die davonfliegen, nur am Anfang oder bei der Person noch scharf sind und dann ins Nichts verlaufen und darüber greift praktisch unsere Bewegungsunschärfe-Ebene. Kann das mal zeigen hier. Also die ist jetzt am Auslaufen. Ich glaube, ich habe sogar die falsche Richtung gewählt. Kleinen Moment. Kann immer wieder mal passieren. Genau, so rum. Es muss sich im Endeffekt von, also links muss schwarz sein, wie ihr hier seht, und rechts weiß, damit eben der Verlauf letztendlich von der Person ins Nichts läuft. Darüber wieder unsere Unscharfebene und bei der machen wir exakt das Gleiche. Das heißt, auch die lassen wir leicht auslaufen und schon haben wir hier etwas mehr Bewegung im Spiel und können jetzt die beiden Ebenen hier auf eine Ebene zusammenfügen. Das heißt, das ist jetzt praktisch schon mal der erste Teil, der hier wegfliegt. Die Ebene duplizieren wir wieder und fangen das Ganze letztendlich von vorne an. Ich blende die mal aus. Also wir brauchen nur eine Ebene. Ich dupliziere die nur immer deswegen, falls ich jetzt oben auf der Ebene irgendeinen Fehler mache, kann ich die darunter liegende Ebene zum Vorschein bringen und kann in gewisser Weise nicht destruktiv, sofern man das nicht destruktiv nennen mag, weiterarbeiten. Hier auch wieder eine Ebenenmaske, Pinsel, unsere Splash-Pinsel wieder auswählen. Ich versuche mal einen etwas weicheren zu nehmen, also der nicht so riesengroße Flecken hat. Und jetzt gehen wir wieder von oben bis unten durch und machen erneut Punkte rein. Duplizieren die Ebene wieder. Und genauso wie vorher gehen wir wieder auf die Ebenenmaske und mit Steuerung I oder Command I drehen wir die um. Dann ziehen wir sie wieder etwas vom Körper weg. Gehen auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe und können jetzt ruhig etwas mutiger sein. Also es darf jetzt ruhig schon etwas wilder aussehen. Und kann jetzt noch leicht nachbearbeiten, weil so ist es zu gleichmäßig, zu parallel von der Schulter zum Unterarm, wenn man schaut. Das verschiebt sich jetzt so im ziemlich gleichen Abstand und es soll ja eher ja, etwas undefiniert wegfliegen oder spitz zulaufend wegfliegen. Das bedeutet, ich nehme jetzt einfach wieder meine Pinselspitze und male das Ganze etwas spitzer zu. Und könnte jetzt zum Beispiel auch mit Steuerung T das Ganze noch etwas transformieren und noch etwas ja, davonlaufen lassen. Muss das halt dann dementsprechend wieder vielleicht etwas hier so anpassen. Im Großen und Ganzen war es das Ganze eigentlich schon. Das Ergebnis jetzt hier sieht so aus. Es variiert natürlich ständig oder variiert immer je nachdem, wie man es bearbeitet. Was ich bei dem anderen zum Schluss noch gemacht habe, ist, dass man hergeht, nimmt praktisch die ganzen Ebenen, die man ja jetzt dematerialisiert hat, die jetzt so rumfliegen, fasst die zusammen. Es sind jetzt letztendlich nur die beiden. Mache jetzt mal ein Smart Objekt davon. Was mich wieder daran erinnert, dass ich noch immer keine 8 GB Arbeitsspeicher im MacBook habe. Okay, wir haben jetzt hier das Ergebnis und jetzt gehen wir hier wieder zur Sicherheit duplizieren, neues Smart-Objekt durch Kopie. Gehen hier, sagen Filter, Scharfzeichnungsfilter, unscharf maskieren und schärfen das Ganze noch etwas nach. Zu beachten, die Prozentzahl so um die 50 lassen und lieber mit dem Radius hochgehen.
So ungefähr. Und blenden die Originalebene darunter aus. Zum Vergleich, so sieht es aus ungeschärft, so sieht es aus geschärft. Wem das zu viel ist, kann auch die Deckkraft etwas reduzieren. Aber ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Viel Spaß beim Nachmachen. Danke, Sascha, für die Veröffentlichung auf deinem Blog und bis zum nächsten Mal.